Wie weiß man, ob man mit seiner Idee ein Ziel zu erreichen oder die Richtung, was man anstrebt oder einen Vorsatz, was man hat, ob man da richtig liegt oder ob das nur eine schnelle Kopfidee ist? Wie kann man das herausfinden, dass man auch nachhaltig wirklich erfolgreich ist? Genau darum geht es in dem Video. Wenn du eine Idee hast, ein Ziel, was du erreichen möchtest oder einen Weg, wo du gehen möchtest, nachher probiere mal, dass wenn du die Idee hast, dass du, wenn du in der Stille bist, wenn dein Geist auch ruhig ist, probiere mal, den Gedanken nochmal zu beobachten, nochmal zu reflektieren und frag dich selber ganz tief drin, ob das wirklich das ist, was du anstreben möchtest. Kommt da ein Ja oder ein Nein? Ein Vielleicht kommt sicher nicht, es kommt nur ein Ja oder ein Nein. Probiere ein bisschen schwanger zu gehen mit deiner Idee, mit deinem Gedanken. So ein bisschen einen Kokon zu bilden. Und erzähl niemandem davon. Hast du schon mal erlebt, dass wenn du eine Idee hast und du plauderst es sofort aus, du erzählst es gleich anderen Leuten, nachher ist die Energie auf einmal weg. Die interessiert selber auf einmal nicht mehr. Hast du das schon mal gemerkt? Und genau deswegen sollte man schwanger gehen mit seiner Idee. Einfach eine Zeit lang mit sich selber so ein bisschen brüten. Und die Idee, den Gedanken oder sein Ziel immer wieder zu beobachten, von allen verschiedenen Seiten. Und da merkt man, ob Energie kommt und zwar nachhaltig oder ob Energie weggeht. Und das zu beobachten ist ein ganz entscheidender Faktor, weil die Idee ist im Kopf, da haben wir natürlich den Tatendrang, der ist gleich da. Aber wir brauchen auch die Unterstützung von unserer weiblichen, von unserer intuitiven Seite. Und die hilft uns ja nachher, dieses Thema zu erreichen, zu schaffen. Und da müssen wir uns unbedingt das Okay abholen. Und das geht, wenn wir einen Kokon bilden und wenn wir das Thema beobachten und schauen, was das innere Gefühl dazu sagt. Und wenn das Ja sagt, dann kann es losgehen. Nachher kann es aufgehen. Nachher können wir losstarten und nachher können wir tatkräftig in die Umsetzung gehen. Weil darum geht es nachher. Ich wünsche dir, dass du es probierst, dass du dich selber einmal beobachtest, wenn du eine Idee hast. Sei öfter einmal schwanger mit dem, was dir einfällt. Und schau einmal, wie es dir dabei geht. Ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vierte Servus.